Seit jeher vererbten im alten Oron die Mütter auf ihr die Töchter, und so hatten es die Sultanin Sybia auch gewollt und seit langem ihr Erbe ihrer getreuen Tochter Demiona zugedacht. Doch ach, die Feinde des oronischen Volkes ruhten nicht bei ihren Intrigen, bis sie schließlich einen Keil zwischen Mutter und Tochter getrieben hatten, denn im Dunkeln hatten sich die Geräter des Landes verschworen, nur eine gefügige Marionette auf dem Thron zu dulden, die ihrer geheimen Vorherrschaft nicht gefährlich werden konnte. Ihre Wahl war auf die ebenso eitle wie dumme Grafentochter von Bapurin gefallen, Eleonora, die selbst eine halbe Geräterin war. Die Verschwörer lauerten der Prinzessin auf und verwirrten ihren Geist mit einem dämonischen Gift, sodass sie in einer Anstalt des geretischen Kaisers festsetzen konnten, doch die kluge Prinzessin Demiona entkam mit einer List und fand auf ihrer Flucht das Zeichen, das ihre Auserwählten bestätigte. Den heiligen Stein Aldabar, der schon immer den Herrscherinnen Orons die Kraft gab, über die Seelen ihrer Untertanen zu gebieten. Mit einem von Flügelrössern gezogenen Wagen kam sie nach Zorgarn, voller Vertrauen, dass sie nun endlich ihre Stellung als Thronerbin Orons anerkannt wurde. Aber wieder schlug die Verschwörer zu, und mit einem tückischen Dämonenzauber verwandelten sie den Thronstein Aldabar in Dreck, und der altersdumme Diener des Lebens gab seinen Segen dazu. Dafür haben die Götter ihn angemessen gestraft. Den Frevler und seine ganze Sippe bis ins letzte Glied wurde von himmlischer Hand für diese Heuchelei niedergestreckt. Der guten Prinzessin Demiona aber schworen zumindest die aufrechte Gebieterin von Elberum die Treue. Und darum ist das stolze Elberum auch heute die Hauptstadt Orons, bis sich die anderen Adligen besinnen, die geretischen Verführer verjagen und Demiona auf ihren Thron in Zorgarn setzen. Geschichtsmärchen, das in Oron den Kindern erzählt wird. Und so schreiben wir den 10. Hesinde, die 15. Stunde des Tages, und ihr befindet euch an Deck. Habt euch nach wenigen Augenblicken, die ihr für euch allein hattet, wieder zusammengefunden in der Kajüte, um wie immer die nächsten Schritte zu planen. Und Kapitana, was müssen wir heute noch erledigen? Viel zu viel. Wir sollten auf jeden Fall eine Entscheidung wegen den Truppen treffen. Aber dafür müssen wir erstmal wissen, ob wir das Geld dafür haben, denn ich möchte keine leeren Versprechungen machen. Ich denke, wir sollten uns bei Dachmani anmelden. Meint ihr nicht? Oh ja, das klingt ganz sinnvoll. Ja, da freue ich mich ja besonders drauf. Aber ja, sollten wir. Ja, es ist leider notwendig und ich denke, ein Besuch auf der Sulman al-Nasuri wird auch dann ganz interessant sein. Oh ja, auf jeden Fall. Das soll ein wunderbares Schiff sein. Nur zu, Abelmir. Vielleicht können wir noch den einen oder anderen Trick von Ihnen lernen, wie man eine Arche versenkt. Nun, oh ja. Ich glaube, damit waren Sie doch noch nicht erfolgreich, wie ich hörte. Ich meine, Yalan hatte einmal erzählt, dass sie gemeinsam mit der Sulman gegen eine Arche gekämpft hätten. Nun ja, man aber kann sich schon den einen oder anderen Trick anschauen, den sie dort verbaut haben. Naja, es wird nicht schaden, aber wir müssen auch noch reguläre Matrosen auftreiben, sonst bewegt sich der Kahn hier keinen Meter. Das ist ja, wahr. Ja. Und einen Steuermann haben wir auch nicht mehr. Wobei es von Anfang an hieß, dass im Grunde Dottore, die Aufgaben von zwei Männern übernehmen musste. Ich hätte eine Idee. Wenn wir schon zu Sulman gehen und ein paar Tricks von ihnen abgreifen können, und dann kann ich sie vielleicht auch replizieren. Stellt einmal vor, wir haben auch ganz viele Elementarwesen auf unserem Boot. Ach, wäre das nicht wunderbar? Die Sulman ist, soweit ich weiß, ein Schiff, das hauptsächlich von Zauberern bedient wird. Ich glaube nicht, dass wir einfachen Matrosen zumuten können, dauerhaft Geister auf unserem Schiff herumlaufen zu lassen. Ihr habt ja gesehen, was bei dem Geisterschiff oder auch in der Stadt der Tiefe passiert ist. Nun ja, das ist nicht ganz dasselbe, denke ich, aber Boltax alleine oder auch Boltax und Abelmir hätten wohl recht viel zu tun, wenn wir... Sie binden diese Djinn in das Schiff, nicht wahr?
Nun, wie ich hörte, sind Sie Meister des Cantus Animatio. Damit wird Ihr Schiff hauptsächlich, nun ja, versorgt. Nun, das wäre Abelmirs Aufgabe und meine wäre es, mit den freundlichen Elementargeistern zu kooperieren. Aber ich denke, Abelmir, das ist doch eine Sache, die ihr gerne macht. Zu basteln und bauen und konstruieren. Natürlich nur mit Einverständnis der Kapitana. Nun, ich finde den Gedanken nicht völlig falsch. Informiert euch gerne und macht Vorschläge, was wir an unserem eigenen Schiff verbessern können. Ich werde euch die entsprechenden Baupläne dann nicht vorlegen. Und ich werde mir einige Ideen von der Sulman holen. Vielleicht könnten wir ein vollautomatisches Steuer haben. Dann bräuchten wir keinen Steuermann. So ein Humus-Gin ins Rad zu binden, das sollte eigentlich möglich sein. Ich bin aber wie viel wird euer Humus-Gin von Seefahrt verstehen? In der Tat. Das ist ein guter Punkt. Naja, auf jeden Fall, Diamantis, ihr wart doch ohnehin schon in der Flottenmeisterei. Würdet ihr euch nach wenigstens einem Steuermann oder einer Steuerfrau umhören? Aber natürlich. Und wenn ich meinen Vorschlag mit einbringen kann, will ich auf mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Steuermänner pochen, damit sie sich abwechseln können. Die Zeiten sollten vorbei sein, wo wir normale Matrosen an Steuer lassen, weil Dottore, die Götter haben ihn selig, nun wieder Doppelschichten schieben musste. Ja, ich weiß, dass ihr und Rafim zwar einspringen könntet, wenn es wirklich nötig wäre, aber ihr habt wichtigere Aufgaben, also ich stimme euch zu. Seht zu, wen ihr kriegen könnt. Diamantis, wie ich hörte, gibt es hier in Kontium eine Kapitänschule. Vielleicht solltet ihr dort vorstellig werden, um fachkräftiges Personal zu finden. Ich würde meine Augen und Ohren offen halten und bei den entsprechenden Akademien und Gebäuden und nachfragen. Ich denke, der Andrang für unser Schiff sollte doch groß genug sein. Nun, ich habe die Märchen in Druck gegeben. Ich gehe davon aus, dass sie bereits verteilt worden sind und wir in ein, zwei Tagen mit einem großen Zulauf rechnen dürften. Nun, das klingt doch sehr gut. Voltags Höllenfahrt. Oh, es ist eine wunderbare Geschichte. Für die Berechnungen unserer weiteren Finanzen. Mit wie vielen Dukaten könnten wir denn rechnen, von den Dachmani oder den Handelshäusern für das Kopfgeld der Arche einzutreiben? Nun, für die letzte Arche... Soweit ich weiß, hängt das... Erzählt ruhig. Bitte, sprecht Abelmir. Ihr wisst ja, was ausgeschrieben war. Wir hatten für das letzte Mal ein Kopfgeld in Höhe von 50.000 Goldstücken erhalten. Ja, das würde unsere Unternehmung auf jeden Fall für ein ganzes Jahr, wenn nicht länger, finanzieren. Das wäre großartig. Ich denke aber, das variiert nach der Größe der Arche, die man vernichtet. Wisst ihr, wie groß diese letzte Arche war, die ihr besiegt habt? Nach meinem Kenntnisstand hatte die Wurzelkaiser in etwa 50 Schritt. Nun, es war unsere Arche, die wir besiegt haben. Oh. Ihr seid ein Fuchs, Kapitän. Ja, ich meine Abelmir. Ja, in ihr Tat. Aber danke für die Blumen. Und nun, auch wenn ihr nicht genau wisst, wie lange sie war, so gefühlt war sie in etwa in einer ähnlichen Größe? Ich glaube, sie wäre ein Stückchen größer als die wir vernichtet haben. Aber nun, wir werden sehen, was wir da herausschlagen können. Nun, auch ein bisschen weniger Gold wäre immer noch eine beträchtliche Summe und würde unsere Finanzen sehr entlasten. Lasst mich verhandeln, ich bin da gut drin. Ich habe die Turbane zu einem wunderbaren Preis bekommen. Kapitana, ich möchte davon abraten. Ihr wisst, was letzte Mal auf dir klagen, auf dir auf letzte Mal Verhandlung passiert ist mit Voltax und Diamantis. Ihr könnt euch erinnern? Nun, ich würde auf jeden Fall vorschlagen, Voltax, dass ihr beim nächsten Mal nicht versucht, in den Kopf der Leute zu sehen, denn so interessant das auch wäre, wenn sie es bemerken, könnte das unsere Beziehungen sehr belasten. Diese Lektion habe ich gelernt. Ich würde sagen, ich kriege das auch ohnehin. Nicht, dass ich dich nicht für sehr fähig halte, Voltax, aber ich denke, das ist ganz klar was für die Kapitana. Na gut, aber ich kann sie unterstützen.
Ja, wenn du zum Beispiel neben mir stehst und nichts sagst, ich denke, das solltest du hinbekommen. Mhm. Ja, ich kann für Ruhe sorgen. So ein Silenzium, das ist gar kein Problem. Bevor ihr euch an den Verhandlungstisch setzt, solltet ihr vielleicht noch schriftliche Zeugnisse von Betia, Polygon und Magistra Kohlrab mitnehmen. Wer auch sonst auf diesem Schiff einen Namen hat. Also du weißt, für das, was wir getan haben. Wo wir gerade bei Magistra Kohlrab sind. Sie wird uns verlassen. Sie möchte zu Piotr. Auf sein Schiff. Sie langweilt sich hier, glaube ich. Kennt diesen Piotr jemand? Es scheint ein bornischer Seeheld zu sein. So hatte sie das umschrieben. Ah, ich verstehe. Nun, ich kann ihren Wunsch zu gehen verstehen, denn tatsächlich haben wir eher wenig Gebrauch von ihren Fähigkeiten gemacht. Und nun ja, ich glaube, ihr habt das Magische auf diesem Schiff doch ganz gut im Griff. Natürlich, natürlich. Vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Kohlrab könnte ein gutes Wort für uns einlegen. Und wenn Piotr ein Schiff befehligt, könnte er sich unserem Bund anschließen. Ja, das hat er sie doch auch angeboten, oder, Boltax? Genau. Darüber hatte ich euch ja schon unterrichtet. Ich wollte es nur noch mal in der großen Besprechung hier anbringen, damit auch alle im Bilde sind. Ich muss ihr noch ein Arbeitszeugnis ausstellen. Das sollte natürlich möglichst positiv formuliert sein, damit es keine weiteren Verwerfungen mit dem Herrn Piotr gibt. Ja. Genau. Ein Problem könnte sein, dass nun ja all diese Zeugen in Anführungszeichen, ja nicht wirklich bezeugen können, was geschehen ist, oder? Was denkt ihr, haben sie von der Drachentöter aus überhaupt mitbekommen? Also, ich will nichts sagen, aber ich bin mir sicher, unser Schwur auf die Götter wird mehr als ausreichend sein. Ich kann es ihnen ansonsten auch zeigen. Ich kann den Blick in die Gedanken umdrehen, sodass die Leute meine Gedanken sehen können. Und dann kann ich ihnen zeigen, was passiert ist, wie wir das Archenherz erstochen haben. Ja. Ich glaube, das wäre möglicherweise tatsächlich zielführender, als Netia oder Kohlrab zu bitten, da sie uns ja auf diesem Teil unserer Reise nicht wirklich begleitet haben. Naja, ich denke, der Schwur würde ausreichend sein, aber Schaden tut's bestimmt nicht. Nun ja, eine solche Summe werden sie sicherlich nicht freudig herausrücken, sagen wir so. Auch wenn unsere Mission sicherlich in ihrem Sinne ist. Naja, sonst würden sie sie ja nicht ausschreiben, wenn sie sie nicht ausbezahlen wollen. Das ist auch wieder wahr. Sie werden vermutlich versuchen, den Preis zu drücken, indem sie, ja, wegen der Größe der Arche herumfalschen. Denn die Wurzelkaiserin ist ja recht wenig bekannt. Aber nun ja, wir sehen, was wir herausschlagen können. Naja, soll ich mich dann mit Diamantis um die Matrosen und um Steuermänner und so kümmern? Ja, das wäre schön. Und was die Söldner angeht, ihr hattet ja keine echten Alternativen, oder? So, und ihr wart auch ganz angetan von denen, die ihr im Chortempel aufgetrieben habt? Ja, ich meine, ihr müsst sie auch noch kennenlernen, aber ich halte die für ganz vernünftig. Und ich bin ganz ehrlich, ich denke, so lange werden die es eh nicht machen. Wieso denkt ihr das? Weil wir deutlich bessere Männer sehr schnell verloren haben. Ich sehe keinen Grund, warum wir schlechtere Männer länger behalten würden. Gut, das ist wahr. Nichtsdestotrotz möchte ich das Menschenleben auf diesem Schiff als wertvolle Ressource behandelt werden. Also, wenn wir Verluste klein halten können, dann... Nun ja, tut euer Möglichstes. Ja, ich bewundere eure Einstellung, auch wenn sie realitätsfern ist. Wie gesagt, tut euer Möglichstes. Und ich stimme euch zu, dass wir wohl nicht an den Nahkämpfern sparen sollten. Von daher, wenn ihr sagt, wir brauchen 100 Mann, gut, dann sehen wir zu, dass wir 100 Mann bekommen. Ja, die Frage ist nur mit den Fernkämpfern. Wen wollt ihr denn da nehmen? Ehrlich gesagt, ich sehe
bei beiden Vorteile. Sie scheinen mir, obwohl sie beide Fernkämpfer sind, doch recht unterschiedliche Ausrichtungen zu haben. Daher würde ich mich bei den Truppführerinnen erkundigen, ob wir nicht auch die Hälfte nehmen können jeweils. Und wir sehen, wie sie sich bewähren und eventuell stocken wir dann auf. Naja, ist gar nicht schlecht. Dann können wir Verluste immer wieder setzen, wenn wir hier mal wieder anlegen. Ja. Ja, ich denke auch. Und ich möchte keine Prüfung abhalten, um zu bestimmen, ob wir sie wollen. Ich denke, bewähren müssen sie sich in der Praxis. Aber ich würde trotzdem gerne sehen, was sie können. Ich werde das mit ihnen besprechen. Ja, das wird sich mit Sicherheit einrichten lassen. Sofern es die Zeit zulässt und ich zu dem Zeitpunkt nicht mit meinen eigenen Aufgaben schon beschäftigt bin, würde ich gerne einen Blick mit drauf werfen, sofern ihr die Schützen testet. Zumindest die Gewehrschützen. Ich will sie auf jeden Fall einmal in Aktion sehen. Gut, dann lasst mich euch kurz in meinen Plan einweihen. Und zwar, ich möchte Marcheska Paligan bitten, mir aus der Stadt heraus ein Nuziobolo zukommen zu lassen, während die Schützen sozusagen die Nachtwache an Bord übernehmen. Und nun ja, ich möchte, dass sie verhindern, dass die Nachricht mich auf geplanten Wege erreicht. Und ich dachte, eine kleine Belohnung für denjenigen, der mir die Nachricht bringen kann? Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Ein Nuziobolo ist ein, nun ja, eine Kreatur aus dämonischen Substanzen, die von profanen Waffen nicht zu verletzen ist, vermutlich. Nun, man kann ihn herunterschießen. Das ist mir bekannt, aber ich bin nicht sicher, ob es eine profane Waffe tun würde. Aber er transportiert doch eine physische Botschaft. Ich denke, wenn sie auf die Botschaft zielen, dann sollte es den Zweck erfüllen. Es ist absichtlich eine schwere, vielleicht kaum zu schaffende Aufgabe, aber ich möchte sehen, wie sie sich bewähren. In der Tat, eine gute Prüfung. Man kann gleich sehen, ob sie genug Verstand besitzen, um auf verletzlichere Teile zu zielen, statt auf die unverletzlichen. Ja, und allein schon, ob sie sie im Dunkeln erspähen, ist ja schon etwas, was interessant ist. Nun, für uns Zwerge ist das kein Problem. Ja. Interessante Herangehensweise, aber sehen wir damit dann nicht eher die Kompetenz des Einzelnen als Truppe insgesamt? Nun, ist das nicht auch eine schöne Erkenntnis? Zu wissen, dass wir einen besonders guten Schützen haben, den wir mit wichtigen Dingen beauftragen können? Nun, natürlich haben wir euch bereits dafür, aber nun ja. Es gilt noch zu klären, was das das Scheitern bedeuten würde für diese Truppe. Wenn sie gar nichts bemerken, stellt sie trotzdem ein? Ja, wie gesagt, ich möchte im Grunde vorher schon klar machen, dass ich sie einstelle. Und nun, eine Belohnung für denjenigen, der es schafft. Denn es ist durchaus eine Leistung. Falls ihr euch noch über die Belohnung Gedanken macht, ich verstehe mich auf das Handwerk, derartige Waffen herzustellen, sei es ein Bogen oder auch eine Abalone, eine Abalette und eine Balestrine. Ich kann sie auf den Gewinner dieser Prüfung anpassen und ihm so eine personalisierte Waffe herstellen. Das ist eine sehr schöne Idee. Ich denke, so etwas ist vermutlich viel reizvoller als, nun ja, einfach einen Wochenlohn oder so. Eine gute Idee. Schön. Dann haben wir alles besprochen, oder? Ich würde die Wachen dann neu verteilen, sobald wir die anderen einstellen, aber das ist euch, glaube ich, einfach egal. Oh, und ich habe mich mit Schnabel mir ein bisschen vertraut gemacht. Ein guter, ein wirklich guter Strauß. Musstet ihn so nennen? Ich habe gefragt, ob es euch etwas ausmacht und ihr habt gesagt, nein, ich mag ihn nach Belieben benennen. Und es war ja erstmals euer Rauitstrauß und ihr habt ihn mir geschenkt. Und da dachte ich benenne ihn nach euch. Naja, und weil er einen Schnabel hat, habe ich ihn Schnabel mir genannt. Eine etwas zweifelhafte Ehre. Ich verstehe. Verzeih, Kapitän, ne? Oh, bitte, sprecht euch mit Rafim ab, wenn
Ich hätte noch eine erste Aufgabe für die Söldner, die du anwerben wolltest. Ich spreche jetzt, hab zwar die letzten Tage von nichts anderem gesprochen, aber wir sitzen immer noch auf einem Viertel Quader Zimt. Die müssen ins Maraskana-Viertel gebracht werden. Ja, ich denke, das sollten die wohl hinkriegen. Aber erstmal müssen wir sie anstellen. Ja, das ist richtig. Was uns wieder zu der Geldfrage bringt. Richtig. Ach ja, was Mareks Fuchsecke angeht. Ich denke, wir sprechen sie einfach direkt darauf an und... Nun ja, wenn ihre Antworten unbefriedigend sind, dann werden wir offen sagen, dass wir ihre Kajüte durchsuchen. Und sollte sie damit nicht zufrieden sein, nun, was hat sie uns denn wirklich gebracht? Dann kann sie das Schiff gerne verlassen, wenn es ihr nicht recht ist. Ich kann ihr auch in die Gedanken gucken. Ich will es nur angeboten haben. Ich weiß nicht, ob das die richtige Herangehensweise dabei wäre, aber ihr habt natürlich das letzte Wort, Kapitana. Ich habe gerne Beweise in der Hand, bevor ich jemanden solche anschuldigen um die Ohren werfe. Wir werden doch noch sicherlich eine Woche, die Woche in Kunjam hier verbringen, vor allem mit dem, was Abel mir über Kuslik gesagt hat, was ich bisher immer noch nicht richtig verstanden habe. Nachdem wir uns um unsere Aufgaben gekümmert haben, würde ich doch gerne noch einige Nachforschungen anstellen, bevor wir sie damit konfrontieren. Nun, wenn ihr denkt, ihr könnt noch etwas herausfinden, ohne ihre Sachen zu durchwühlen, gewiss. Beweise sind natürlich immer besser. Ich werde ihre Sachen auf dem Schiff nicht anfassen. Nun gut, dann wie sind die Pläne der anderen für den Tag? Abelmir, ich dachte mir... Spätestens, wenn wir wieder einmal Zorgan anlaufen, werden wir wieder in dieser Verlegenheit sein, kein Gastgeschenk für Eleonora zu haben. Vielleicht sollten wir uns hier in Kunjom einige Dinge auf Vorrat besorgen. Man weiß nie, wann man in der Verlegenheit ist und ihr habt dafür doch ein Händchen bewiesen, oder? In der Tat. Was schwebt euch dann vor? Welche Art soll dieses Geschenk sein? Nun, ehrlich gesagt, ich bin gerade selbst ein wenig ideenlos, aber... Gott, Göttin, wie viel Zeit ist denn schon vergangen? Irgendwann sollte doch ihr Kind zur Welt kommen, oder? Da dürfen wir uns auf keinen Fall lumpen lassen, wenn wir uns in Zorgan blicken lassen. Nun gut, ich werde sehen, was sich auf dem Bazar auftreiben lässt. Ich denke, es wird angemessen sein. Plant ihr sonst noch irgendwelche Geschenke für andere Gastgeber? Nun, ich denke, bei Dachmani können wir uns so blicken lassen. Oder denkt ihr, der Höflichkeit halber? Nun, ich denke, er ist reich genug, aber ich kenne mich mit der thulamitischen Gastgebung nicht aus. Ob man dort ein Geschenk überreicht oder nicht, ist mir nicht bewusst. Ja, wie wäre es mit einer ordentlichen Pilzpfanne? Das kann man immer gut gebrauchen. Nun, ich denke, er wird nicht vertraut sein mit exotischen Gerüchten. Nun, ich denke, das mit Dachmani ist eher eine Geschäftsbeziehung. Eleonora als, Sultana ist wieder, als Maharani ist wieder eine andere Sache. Dabei fällt mir ein, vielleicht sollten wir auch dem örtlichen Fürsten von Kunjom einen, Höflichkeitsbesuch abstatten, der Form halber. Oh, das kann ich übernehmen. Ich habe heute nichts weiter vor. Ich wollte mir vielleicht noch ein etwas kleidsameres Gewand kaufen. Ihr habt so schöne Gewänder euch zugelegt, das muss ich sagen. Da bin ich von inspiriert worden. Und dann kann ich auf dem Weg über den Bazar hin gleich auch noch beim Fürsten vorbeigehen. Nun, ich denke, wir sollten alle dort eintreffen. Es gebietet sich der Höflichkeit halber, dass wir vollständig antreten. Ja, ich denke auch, Boltax, das ist nicht ganz, wie es funktioniert. Ich denke, wir ersuchen um Audienz und wenn er der Meinung ist, dass wir interessante Gesellschaft werden, wird er uns die Audienz hoffentlich gewähren. Und dann könnten wir ja unauffällig unser Anliegen vorbringen, dass nun ja sich unsere Mannschaft nicht von selbst bezahlt. Ja. Euch Menschen ist das alles so kompliziert, na gut, von mir aus.
Das heißt, wir werden wieder hohe Herrschaften aufsuchen. Ach, dann würde ich mich auf dem Bazar nochmal nach einem guten Paar robuster Stiefel umschauen, als Gastgeschenk. Oh ja, du kannst mitkommen, wenn ich mich neu einkleiden lasse. Dann können wir zusammen gehen. Vielleicht sollt ihr auch einen Barbier aufsuchen. Was? Ich meine, die Diamante Spoltax natürlich nicht. Augenblick. Ja. Ihr wollt die Stiefel anziehen, oder? Für den Fürsten. Ich meine, in Elburum ist das auch ziemlich gut angekommen, als wir Sultana da bitte besucht haben. Ja, seitdem hat er geheiratet. Naja, gewissermaßen. Das Geschenk muss großen Eindruck geschunden haben. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Stiefel bei Iphemia von Nahuabad besonders gut ankamen. Ich glaube, das mit dem Gastgeschenk auch, für den Kalifen sollten wir wohl dann doch lieber Abelmirs Expertise überlassen. Aber deckt euch mit Kleidung ein, macht euch schick, gerne. Das klingt vernünftig. Dann werden Diamantis und ich direkt mal zum Bazar gehen, nicht wahr? Oder hast du noch was vor? Nein, erst einmal, sofern Raffin vorher nichts vorhat, würde ich mich direkt darum kümmern, schon mal nach einem neuen Steuermann und Matrosen Ausschau zu halten. Ich wollte eh nur ein paar Flyer aufhängen und schon mal mich ein bisschen umhören. Ich meine, am Ende müssen wir die eh alle nochmal treffen. Sonst geht ruhig erst mit Boltax mit. Okay. Ja dann, Boltax, gehen wir wieder mal zum Bazar. Ja, wunderbar. Das wird schön. Richtig gut handeln, nicht wahr? Gut, dass wir das Zimt schon verkauft haben. Oh, vielleicht könnte ich Schnabel mir ausreiten. Das würde doch bestimmt Eindruck schinden, oder? Ihr wisst schon, wie eng die Gassen sind hier und wie viel Betriebsamkeit auf den Straßen herrscht? Nun, es ist ein sehr agiler Reitstrauß. Nun ja, ich wollte euch nur nicht in Verlegenheit bringen, wenn ihr vom Strauß fallt. Außerdem sind Straußen recht bösartig. Ich bin sicher, die Leute werden schnell Platz machen. Passt lieber auf, dass es keine Verletzten gibt. Ja, also Abelmir, ich bin hier mit 3 Elefanten eigentlich ganz wunderbar hingekommen. Nun ja, Elefanten kann man schlecht übersehen. Sie sind laut und sie sind groß und sie sind grau. Also ich möchte sagen, dass ich größer bin als die Elefanten. Ja, das schließt euch ein. Ja. Ihr habt vielleicht keinen Rüssel, aber ihr seid ähnlich unkomfortabel. Naja, ich nehme das einfach als Kompliment auf, denn so habt ihr es bestimmt auch gemeint. Groß und grau und laut. Okay, so könnt ihr aufbrechen. Wir beginnen mit Zulamin. Wohin möchtest du?